Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Feed a Beast Light. Ja, hier müssen wir uns definitiv, ja, das sage ich immer wieder. So, Jungs und Mädels, ich habe ein kleines Problem. Ich weiß nicht genau, was ich hier großartig gerade so richtig noch bewerkstelligen soll, beziehungsweise machen soll. Brauchen muss allerdings, Problem ist, dass ich ein bisschen, paar Folgen auf jeden Fall mal produzieren muss. Problem ist, dass ich hier ganz gerne eine Farm hingebaut haben wollte eigentlich. Eine Kuhfarm sozusagen. Kann ich mir gleich mal noch ein bisschen Weizen holen. Holen wir uns mal noch ein bisschen Weizen. So, wo haben wir Weizen? Da haben wir Weizen. Jawohl, wunderbar. So, ich wollte eigentlich eine relativ automatische Kuhfarm mir bauen, aber es klappt halt von den Bemessungen her, wie ich mir das bisher so vorgestellt habe, klappt es halt bisher noch nicht ganz so gut, wie ich das eigentlich so wollte. So, das, die zweite Sache ist die, dass wir hier oben, von der Stromversorgung her, sind wir jetzt eigentlich für unsere Zwecke, die wir haben, relativ gut gerüstet, bräuchten allerdings für das, was ich ganz gerne alles vorhabe, noch viel mehr Energie. Und genau da liegt halt auch schon wieder das Problem, dass ich halt, ja, relativ viel, Energie bräuchte. Haben wir noch eine Vent of Excavation hier? Jawohl. Also das heißt wiederum, für die Unternehmungen, die ich jetzt in Zukunft erstmal so habe, brauche ich ganz, ganz viele Rohstoffe. Und da liegt halt so ein bisschen mein Problem halt eigentlich. Dass ich die Rohstoffe halt zurzeit einfach nicht habe, beziehungsweise ich bei ein, zwei Sachen, die ich ganz gerne machen wollen würde, ich nicht so die Kenntnisse bisher davon habe, wie ich das von den Abmessungen her am besten machen sollte. Ne? Sprich, ich müsste das halt wirklich halt vorbauen, das ganze Zeugs. Na, und dann muss ich halt auch erstmal nochmal die Zeit finden. Zurzeit ist es halt wirklich ziemlich, wie soll ich sagen, ein bisschen stressig. Deswegen müssen wir uns jetzt erstmal, deswegen werden wir nochmal ein, zwei Runden farmen gehen. Definitiv in den Untergrund rein. Und da halt auf jeden Fall noch ein bisschen farmen. Weil es halt einfach zeitlich nicht anders geht. Es tut mir leid, dass da die Folgen halt ein bisschen einseitig bzw. eintöniger auf jeden Fall werden. Ich werde jetzt heute noch 2, 3, 4 Folgen oder sowas in die Richtung werde ich noch aufnehmen. Und dann werde ich mir nochmal genau einen Plan machen, wie ich das Ganze hinbauen möchte. Es sind zwei Sachen offen, die ich ganz gerne auf jeden Fall noch bauen möchte. Zum einen wollte ich eine, oder drei Sachen im Grunde genommen erstmal. Zum einen wollte ich hier noch eine Verlängerung bauen. Das heißt, wir bräuchten hier von diesem Baum bräuchten wir dann eigentlich sogar noch einen. Bräuchten sozusagen einen weiteren Baum. Dann bräuchten wir noch, gut, eine Baumfarm, okay, das ist aber erstmal nebensächlich. Ich denke, unsere Baumfarm, die wir hier haben, unsere kleine, kommt zwar nicht ganz so an die von Black ran, aber, sie reicht uns erstmal aus, sagen wir mal so. Was wichtig wäre, wäre halt auf jeden Fall eine Kuhfarm, beziehungsweise allgemein eine Tierefarm. Und, ja, daran müssen wir halt auf jeden Fall mal dran arbeiten. So, nichtsdestotrotz gehen wir erstmal wieder in den Berg hinein. Werden dann vielleicht noch ein paar Sachen außen machen in den nächsten Folgen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal gehen wir runter nochmal in die Höhlen. Schauen wir mal, dass wir hier, wir haben ja hier unten haben wir ja auch noch eine Höhle irgendwo, dass wir vielleicht mal in der Höhle bleiben, beziehungsweise uns mal die Höhle mal ein bisschen anschauen. Weil ich weiß halt wirklich noch nicht und das ist halt echt mein Problem. Ich habe es gerade nochmal ein bisschen getestet. So, kommt man hier irgendwo weiter? Hier haben wir nur ein bisschen Kohle, glaube ich. Ja, warte mal, nehmen wir mal die Vent of Excavation. So. Ging's hier rein? Hier ging's rein. Werde ich mir auch gleich mal noch einen kleinen Wegpunkt mal noch markieren müssen. Hier, die Kohle nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Da könnte man eigentlich grundsätzlich mal noch eine Kokerei hinbauen irgendwo. Könnte vielleicht auch unser nächstes Ziel erstmal noch mit werden, dass wir dann auch für die Turtle zum Beispiel, ja genau, das können wir auf jeden Fall mal schon mal noch vorbereiten. Ja, wir werden die Monsterfalle definitiv mit einer Turtle auf jeden Fall ausheben. Und aber auch da brauche ich halt auf jeden Fall erstmal die Abmessung dafür. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wie ich hier das, dass ich hier mir noch einen kleinen Wegpunkt schnell mal markiere. So, hier haben wir den Wegdingens. So, dann mache ich mir hier mal den Wegpunkt. Wegpunkt, Moment, naja, Wegpunkt Home.
Okay, so, ja, wie gesagt, ich brauche die Abmessungen halt von beiden. Zum einen für die Form, zum anderen, ich weiß auch noch nicht ganz genau, wie ich die Form ganz gerne erstellen möchte, beziehungsweise wie ich die Form machen möchte. Und das ist halt mein nächstes Problem. Haben wir auch gerade noch ein Problem. Da, Creeper, der war definitiv kein Problem für uns. So, hier haben wir noch schön Eisen. Ja, in den Höhlen, beziehungsweise in den Höhlen ist es halt so, dass wir halt bei den Höhlen halt den. Was haben wir denn hier? Ah, das ist. Ah, okay, hier, das ist dann Dungeon. Aber gut, da waren wir ja auch schon überall gewesen, in dem Dungeon. Direkt im Berg ein Dungeon. Beziehungsweise kein Dungeon ist, das ist ja kein Dungeon, sondern eher eine Mine. Hier haben wir eine kleinere Schlucht. Das Ding ist auch schon ganz schön abgefahren, muss ich sagen. So, also ich könnte natürlich, also ich bin mit dem Formcraft schon relativ weit, muss ich sagen. Aber ich kann mir da auf jeden Fall dann vielleicht gleich mal noch in der nächsten Folge. Wir bleiben jetzt erstmal kurz noch in der Folge, bleiben wir hier noch unten. Habe ich zwar schon in der letzten Folge gesagt, dass wir hier unten bleiben noch. Aber ich sag mal so, ich farm jetzt lieber ein paar Rohstoffe, indem ich halt irgendwas mache und ich somit euch zumindest ein bisschen Content sozusagen liefere. Als ja, wie gesagt, ich muss halt auch ein bisschen was vorproduzieren. Ich habe relativ viele Projekte zurzeit laufen. Und ja, ich sag mal so, ich sag mal so, über Weihnachten wird weggefahren, das heißt, es muss ein bisschen was gemacht werden. Das heißt, leider müssen die, beziehungsweise, hätte ich jetzt ein bisschen mehr Zeit, würde ich mich, haben wir Golderz, oh, sehr schön, würde ich mich wahrscheinlich, jetzt etwas mehr damit nochmal beschäftigen, wie ich genau die Abmessungen mache für die Farm, beziehungsweise allgemein. Ich habe auch vorher probiert, eine halbe Stunde saß ich dran und habe geschaut, wie könnte ich die Farm halt am besten machen. Aber es hat halt am Ende halt daran gelegen, beziehungsweise daran gefailt. Wo der Wegpunkt jetzt eigentlich? Ja, der Wegpunkt ist da. Wo ist er denn überhaupt, der Wegpunkt? Ich finde ihn nicht. Da ist er. Okay. Wir können auf jeden Fall noch ein paar Bäume, könnte man vielleicht auf jeden Fall noch machen. Wie gesagt, ich, von der Vorbereitung her, es war halt so, dass ich halt erstmal geschaut habe, was steht denn jetzt so an eigentlich, ne? Und, anstehen würde halt erstmal, dass wir, ja, wie soll ich sagen, wir erstmal was finden, womit wir, ja, halt die Abmessungen halt. Das ist halt ein bisschen problematisch. Ich würde schon ganz gerne ähnlich bauen wie der Black. Würde es vielleicht über Farmcraft ganz gerne laufen lassen. Es würde funktionieren. Ich denke, es funktioniert. Aber ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, wie ich das anstelle. Black hat seine Turtles so programmiert, dass wenn mehrere Kühe auf einer Schaltfläche, in dem Fall der Druckplatte, liegen, dass dann, ja, die Redstone Engine sagt, okay, gut, ich, ja, die Turtle soll angreifen, sozusagen. Und, ja, ich muss mir da halt was einfallen lassen. Oh, hier haben wir. Oh, hier noch was drin. Oh, eine Stahlspitzhacke. Schienen. Faden. Na gut, Hellflasche, die brauchen wir nicht. Stahlblock. Den nehmen wir doch auch mal mit. Spinnenauge nehmen wir noch mit. Marble. Holzschwelle. Gut, hier kann natürlich nichts drin sein. Ich denke, hier war der Black. Das war, glaube ich, mal in einer der Folgen von Black gewesen. Hier auch scheinbar ein bisschen was liegen gelassen. So. Na komm. Gib mir das Kohle. So, ich denke, ich werde dann vielleicht mal in der nächsten Folge mich wirklich mal an die Kokerei vielleicht mal ranmachen. Ich denke, das wäre gar keine so schlechte Sache. Die hatten wir ja in einer der ersten Folgen, wollten wir die ja eigentlich auch machen. Aber das hatten wir dann nicht mitgemacht. Dass wir dann vielleicht halt direkt sagen, okay, gut, wir schmeißen da die Kohle rein, dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Energie. Beziehungsweise halt auch für die Turtle dann. Aber ich weiß halt noch nicht ganz genau. Also ich werde definitiv die Monsterfalle halt in den Berg machen. Ich muss mir halt nur, und das
sei mir bitte ein Stück weit dahingehend verziehen, dass ich da jetzt hier in Anführungsstrichen langweiligere Folgen mache, indem ich halt jetzt wirklich nur hintereinander farme, dass ich halt die Rohstoffe halt erstmal habe. Beziehungsweise allgemein ein paar Rohstoffe habe für kommende Projekte und ich muss mir halt genau überlegen. Das Problem ist halt bei der, gerade auch bei der Monsterfalle, die Monsterfalle braucht definitiv einen Anschluss zu meinem Haus beziehungsweise zu meinem Zaubertisch. Oh, hier haben wir einen kleinen Monster-Spawner. Was macht der hier denn überhaupt? Okay. Oh, hier haben wir auch noch einen. Ja, wir haben auch wieder nur Kohle, Erz. Ja, Zinn. Ja gut, Zinn können wir gut gebrauchen auf jeden Fall. Ja, das Problem ist halt wirklich halt mit der Monsterfalle, dass die halt einen Anschluss... Also ich will die halt definitiv in den Berge reinbauen. Ne? Das ist ja die erste Sache erstmal. Und das heißt, der Black hat das, macht das von unten. Das heißt, er leitet die Monster von... Die spawnen bei ihm unten. Bei mir sollen die halt im Berg spawnen. Und wenn ich dann halt bei meinetwegen noch eine Portal Gun habe und ich habe dann noch ein paar Monster-Spawner oder sowas in die Richtung, dann geht das alles seinen Gang. Und ihr hört, ich bin immer noch ein bisschen erkältet und krank. Aber das geht auch bald wieder weg. Ja. So, gut. Ich denke hier, gut, auf Ebene 31 sind wir bisher. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, weg damit. Weg mit dem Faden hier. Ja, wir können noch mal ein bisschen runtergehen. Gucken wir mal, dass wir vielleicht dann noch mal ein paar Rohstoffe bekommen. Oh ja, und eine Spinne. Na, Spinne. Oh. Okay. Hier. Haben wir ja auch wieder was? Das ist ja auch wieder eine Kiste. Knowledge Fragment, weil. Oh, TNT-Waggon nehmen wir mal mit. Amber nehmen wir mit. Brot nehmen wir mit. Brot für die Welt. So, brauchen wir einfach mal noch was zu essen hier, komm. Ebene 21 sind wir gerade. Ja, hier geht es scheinbar nicht ganz so weiter. Mit dem Dungeon zumindest nicht. Ja, das Dungeon endet hier scheinbar. Das heißt, wir können uns rein theoretisch, können wir uns nochmal ein bisschen runter bitte. Na gut, jetzt sind wir auf Ebene 12. Wir hier wahrscheinlich wieder ein bisschen schönen Split Mining machen. Machen wir uns einfach mal einen schönen langen Gang. Noch ein bisschen Eisenerz. Aber erstmal mache ich euch ein bisschen Licht. Da, nur für euch. Nur für euch. Brauche auf jeden Fall erstmal noch. Mann, war das in dem Schürfer-Rucksack? Jawohl. Muss erstmal ein bisschen Pflasterstein noch raus. Ich hier mal wieder zubauen kann. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken, dass das Chatpack nicht, dass wir dann wieder rauskommen. Dass wir das Chatpack jetzt nicht weiter benutzen, sondern ich mache jetzt einfach mal einen ganz, ganz langen Gang und schaue halt einfach mal nach, ob ich da irgendwie schön auf ein bisschen was Schönes noch finde. So diamantenmäßig und so, wisst ihr ja Bescheid. So, na komm, einfach mal einen schönen langen Gang. So. Das müsste so erstmal reichen, denke ich. Machen wir mal das, was wir bisher schon also freigegraben haben, dass wir das mal rausbekommen noch. Was haben wir hier noch? Haben wir ein bisschen Redstone jetzt. Gut. So, hier ein Teppe. Hier haben wir auch noch ein bisschen Matt. So nach dem Motto, genau der Berg ruft.
sind wir wirklich ganz schön viel noch in dem Berg drin, ne? Wir haben den Berg eigentlich relativ vernachlässigt, wobei der Black war natürlich in einer seiner ersten Folgen oder hier mit drin gewesen. Beziehungsweise einer der ersten war es auch nicht, aber relativ so im 50er Bereich würde ich jetzt schätzen. Ich habe es nicht ganz verfolgt. War jetzt auch relativ selten, muss ich sagen, Farmen gewesen irgendwo. Okay, gut. So, und ich würde sagen, wir schauen uns das in der nächsten Folge hier dann nochmal ein bisschen mehr an, was hier so drin ist und was nicht. Und dann schauen wir mal, dass wir an der Oberfläche noch ein bisschen was machen. Ich bedanke mich schon mal hier fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.